So, Freunde, heute reagieren wir auf ein ganz bestimmtes Video, ja, und zwar vom lieben Bushido. Er hat ein 20-minütiges Video rausgehauen über seine Boxenhalte, bla bla und so weiter und hat noch, ja, gegen den einen oder anderen YouTuber, sage ich mal, geschossen, ja, Ansagen verteilt. Der liebe Burak war so nett und hat sich die Zeit genommen und hat mir, ja, den Teil rausgesucht, wo er über die Jungs redet, ja. Das fängt hier ab 2 Minuten 38 an. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, ja, den Rest wollen wir jetzt nicht unbedingt hören über Boxenhalte und so weiter. Wer zu möchte, kann sich das Video reinziehen auf dem Kanal von Bushido. Bushido über SP2, Boxenhalte, neuen Vertrieb, Roos, Mois und Animus und so weiter. In dem Sinne, ich bin gespannt, was da passieren wird. Ja, in letzter Zeit haben wir schon mal was davon mitbekommen, von diesem kleinen Beef zwischen Bushido und Mois. Wer weiß, vielleicht geht da weiter. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt und jetzt let's go. Wirklich. Und Menschen wie beispielsweise Roos, der ja auch, ich glaube, also eigentlich, nee, warte, wie sage ich das am besten? Also eigentlich müsste ich mich bei ihm entschuldigen, weil so wie ich seinen Geisteszustand gerade mitbekomme oder wie man das auch vor allem an mich heranträgt, der Junge hat einen ganz harten Schaden. Okay, er fängt aber also sofort schon an, krass zu schießen. Ich dachte jetzt irgendwie, Roos hat irgendwas und er sagt einfach, er hat einen ganz klaren Schaden. Und auch wahrscheinlich auch durch dieses Thema Bushido bekommen, aber dieser Schaden, der wird sogar noch vergrößert werden. So. Und mit jedem Tag, mit jeder Äußerung, die er da von sich gibt, macht er sozusagen den Stein, der musikalisch und auch dann in den Interviews, in den kommenden Interviews auf ihn zurollt, den macht er größer. So, und irgendwann, das Ding wird ihn treffen und dann ist, also ganz ehrlich, also dann könnte man auch Mitleid mit dem Jungen bekommen, hat er sich aber verdient. Und nicht nur er, viele, viele andere Kollegen, auch, vor allem auch aus seinem Dunstkreis und so, die wird es wirklich hart treffen auf diesem Album, so. Und da gibt es auch gar kein um den heißen Brei Gerede und so irgendwas, ne? Also auch Mois, also für Mois gilt genau dasselbe Ding. So, er braucht gar nicht denken, dass dieses aufgedrängte Telefonat, weil er mich über ein anderes Handy angerufen hat, obwohl ich gar nicht mit ihm reden wollte, dass das irgendwie dazu geführt hat, dass ich ihm da musikalisch nicht eine unfassbar konkrete Antwort auf all diese Schweinereien gebe, die er sich da in den letzten Monaten auch immer geleistet hat. Krass, okay, also das haben wir mitbekommen, ne? Mois und Bushido hatten ja telefoniert und die hatten die Sache sozusagen geklärt, ne? Die haben ja beide irgendwelche Stories gemacht, der schießt gegen den, der gegen den, dann hat er eine Story gemacht, ja, wir haben telefoniert, wir haben das so sachlich geklärt, ne? Und hier sagt aber Bushido ganz klar, er soll sich irgendwie nichts erhoffen, weil wir mal telefoniert haben, ne? Weil er dieses Telefonat irgendwie aufgezwungen hat, was er gar nicht wollte, dass er jetzt trotzdem eine ganz klare Antwort bekommen wird, ne? Ich weiß nicht, ob Bushido das Ganze macht, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen, ne? Für sein neues Album, oder ob er sich jetzt einfach nach den ganzen Monaten, wo er auch von, ne? Er hat ja auch sehr viel einstecken müssen, ob er jetzt einfach seinen ganzen Frust rauslassen möchte und sich, keine Ahnung, ne? Aber okay. Und, was natürlich auch ein ganz tolles Prinzip ist, dass diese Leute auch vergessen, dass sie sich jahrelang über meine Familie lustig gemacht haben. Und selbst, ich erinnere mich noch an diesen grandiosen... Da muss man ihnen aber zustimmen, ne? Er ist immerhin noch ein Mensch, Familienvater, hat Frau und Kinder und die Leute haben sich wirklich jahrelang über ihn lustig gemacht, haben ihn beleidigt von A bis Z, seine Frau, haben, ne, immer wieder diese Vergleiche mit damals und Fußballspieler und das, seine Kinder und keine Ahnung, eine... Ob man ihn hasst als Rapper hin oder her, so menschlich gesehen sollte man das Ganze trennen und Familie und so weiter rauslassen, ne? Song von Asche, wo dann Mois irgendwann so das ganz kurze Gefühl hatte, er hätte was über meinen Song gesagt und jetzt ist vorbei, jetzt wird Blut fließen und diese ganze Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob diese Menschen überhaupt realisieren, wie scheinheilig und wie widersprüchlich ihr Verhalten ist, ja, in irgendwelchen Müll Shows sich halt über andere Kinder, Frauen und Familien lustig zu machen. Und dann, ich verstehe. Ich weiß, was jetzt, worauf er hinaus will. Ich weiß, was er sagen will. Dann bei dem Gedanken, dass vielleicht sein eigener Sohn irgendwie erwähnt hätte werden können, da halt irgendwie so durchdreht, ja, dass er sagt, oh, jetzt lassen wir mal die Musik beiseite, jetzt werden die Fäuste sprechen, ich komme mit 2000 Leuten und dieser ganze Bullshit, den sich dann auch der Asche halt anhören musste. Also, man muss die Sache neutral bewerten, ne? Ich bin für gar keinen so. Da muss ich ihnen aber zustimmen, ne? Da hat er recht. Das ist jetzt nicht, also.
Er hat schon auf eine Art und Weise hat er irgendwie schon recht, Digga. Aber es ist im Endeffekt, man macht sich auch über andere lustig und wenn man dann gegen dich anfängt zu schießen, bist du dann irgendwie direkt auf, ne, willst du die ganze Welt zerstören und keine Ahnung. Also ich weiß, was er, also worauf er andeuten möchte. Ne? Jahrelang wurde er angemacht und wurde beleidigt und keine Ahnung, haben sich die Leute über ihn lustig gemacht. Und dann, ja. Ich will jetzt nicht zu sehr auf dieses Thema eingehen, bevor jetzt irgendwie einer sagt, Digga, ey, du kannst das nicht vergleichen und du bist voll auf seiner Seite. Also ich will die Sache neutral bewerten, aber ich weiß, was er damit andeuten möchte. Das ist ein ganz krasses Beispiel, wie die Leute eigentlich reagieren, wenn dann wirklich mal die Familie hätte gemeint werden können. So. Und ich bin ja im Gegensatz zu all diesen ganzen Clowns und Typen, die jetzt Rap machen und sich anhören wie Katzen und die im Endeffekt auch gar keine Berechtigung haben, auch Rap zu machen. Ja, macht eure YouTube-Geschichten, aber haltet euch fern von Rap. Wie, Okay, der war hart, Digga. Der war hart. Sehr sie auf der einen Seite das feiern und auf der anderen Seite das auch selbst nicht ertragen können, wenn es denn so gewesen wäre. Und so war es ja gar nicht. Das hat sich ja aufgelöst im Endeffekt, dass man ja auch gerade von einem Asche ja auch erwarten konnte, dass er da auch ganz bewusst eben nicht auf Frau und Kinder geht und sowas alles. Also genau das, was auch ihm angedroht wurde und vielleicht auch noch wird, ich weiß gar nicht, wie da der Status quo ist, dass Leute wie er und auch ich, dass wir eigentlich auch auf dieser Ebene gar nicht zurückschießen. Ja, aber, ja gut, das mit dem Glashaus und den Steinen, das haben, glaube ich, viele, viele Leute auch von euch noch nicht so richtig verstanden. Aber es ist auch vollkommen okay, weil ihr könnt euch ja auch verhalten, wie ihr wollt. Ich habe gar nicht den Anspruch, euer Verhalten ändern zu wollen oder sonst irgendwas. Ja? Macht das, genießt es und feiert euch und holt noch mehr Leute auf eure Seite, die dann praktisch auch gegen Bushido schießen. Und Das feiere ich halt an diesem Mann. Ne? Denen ist das einfach scheißegal, was die Leute sagen und wie sehr die hetzen und wie die schießen. Ne? Der Typ macht einfach sein Ding, weil er weiß ganz genau, er ist Rap, Digga, er ist seit so vielen Jahren dabei, ne, über 20 Jahre und hat das Ding groß gemacht, er war einer der Ersten, er ist halt so eine Legende, weißt du, und dann kommen irgendwelche Leute und meinen irgendwas zu behaupten, also den juckt das einfach nicht, weißt du, er zieht sein Ding durch, feier ich. Gegen den Verräter und den 31er und sonst irgendwas, gegen den V-Mann und sowas alles, Jungs, das wird am Ende, wird das nicht ziehen, das wird nicht ziehen. Das ist sowieso, Digga, das Dümmste, was ich gehört habe, Digga. Nenn den V-Mann 31er und keine Ahnung. Die meisten, die wissen gar nicht, was er durchgemacht hat. Warum lacht ihr da hinten? Ich schwing dir. Auf jeden Fall. Digga, der hat so viel durchmachen müssen, weißt du. Die wollten seine Frau und Kinder Säure auf Gesicht schmeißen, haben den erpresst, bedroht, ne, haben den damit gedroht. Normal, dass der Typ dann Polizeischutz sucht, weil er Schutz braucht, Digga. Der kann sich ja nicht irgendwie, keine Ahnung, bei irgendwelchen Clans Schutz suchen, wo der am Ende dann wieder ein Scheiße gerät, Digga. Also wer einen klaren, gesunden Menschenverstand hat, der würde sich in seine Lage auch versetzen können und würde sagen, ey, weißt du, so, der hat richtig gehandelt. Die Leute, die schreiben, 31er V-Mann, der haben sich einfach irgendeinen Rapper als Vorbild genommen, der den so betitelt hat und effen das nach, Digga, dem keine Ahnung. Leute, und am Ende ist sozusagen Gott mit den Geduldigen und ich meine behaupten zu können, dass ich sehr geduldig war, weiter noch bin, gar keine Frage. Deswegen genießt eure Tage, genießt auch die nächsten Wochen noch. Auf jeden Fall, das Wetter wird auch immer besser, der Frühling steht vor der Haustür, der Sommer wird kommen. Boah, Digga, so wie ihr redet, das macht mir schon Angst. Also ich bin nicht betroffen, Gott sei Dank, aber das macht mir gerade Angst, wie ihr redet. Er sagt einfach, genieß das Wetter. Ich bin der zu den Geduldigen gehört und ne, das Album kommt und die Leute werden rasiert. Hoffentlich werden wir dann auch Corona-bedingt wieder etwas freier werden können, deswegen genießt es, genießt es. Im August, September, kurz auch davor, wenn dann die ersten Singles kommen, die ersten Videos kommen, dann denke ich mal, wird sich die ein oder andere schwarze Regenwolke dann auch über euch zusammenziehen und am Ende wird das dann ganz heftig gewittern. So, und da möchte ich gar keinen Zweifel lassen. Und ich werde die Sachen ganz... Digga, das ist nicht schon Statements, wenn er so redet, ne? Ja, nee, man kriegt schon Respekt davor. Das heißt, da wird uns was Gewaltiges erwarten. Explizit ansprechen, da wird es auch kein durch die Blume und sie wissen schon, wer gemeint ist und sonst irgendwas so. Das wird ganz konkret auf musikalischer Ebene von mir ausgetragen werden. So. Und dann werdet ihr mal sehen, was es bedeutet, wenn ich mich wieder sozusagen zusammenraufe und mich von Dingen praktisch mal abwende, die seit Monaten meine Aufmerksamkeit bedürfen. So, das wird nicht lustig, Leute. Hier wird Musik gemacht und das mache ich seit 20 Jahren und dann werden wir sehen, wie das ausgeht. Also, Sonny Black 2, August, September, ja, ihr könnt jetzt auf jeden Fall auch schon mal bei Amazon vorbestellen. Diese Box wird es nur und ausschließlich bei Amazon geben. Exklusiv. Zu den Inhalten habe ich ja schon mal ein bisschen was gesagt. Also wir werden das Sonny Black 2... Okay,
kurz vor der 8. Minute, da hört es auf jeden Fall. Ja, interessant, ne? Also ganz klare Ansagen, ne? Richtung YouTuber, Roos und so weiter. Da wird uns was Krasses erwarten. Was ist eure Meinung dazu? Wie steht ihr zu dem ganzen Thema mit Bushido, ne? Aber ja, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich will mir das gerne mal durchlesen. In dem Sinne, haut rein. Ciao, ciao.